So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Diesmal mit Tastatur und Maus. Weil ich letztes Mal mit dem Dings gar nicht gekommen bin. Oh, Atomshop, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Kleidung. Schauen wir mal ein bisschen rum. Was gibt's denn hier? Ein Schlafanzug. Atome kaufen? Nein, die kriegt man auch so durchs Spiel. Blaues Kleid. Toll. Dafür sollte man Geld ausgeben. Ja, also. Das ist bei Fallout 4 ein Standardkleid. Also ich raff nicht, warum man dafür Geld ausgeben sollte. Pudelrock, ja, also raff ich nicht. Lumpen des Wilden. Kleid mit Fransen. Sommerkleidung. Das war ein Outfit bei Fallout 4. Warum soll ich dafür jetzt irgendwie Geld ausgeben? Ich raff das nicht. Aber gut, die würden schon wissen, was sie machen. Was ist denn ein Kleid mit Fransen? Natürlich interessieren mich eher die Sachen, die es da nicht gab. Ja, nee. Das ist, ja. Ich weiß nicht. Also, da muss jeder für sich entscheiden. Sniper-Outfit vielleicht. Ja, das geht. Aber da gab es auch, glaube ich, Black irgendwas bei Fallout 4. Camp. Ja, Inneneinrichtung. Stile, Quarterback. Und sowas. Fotomodus. Ja. Ich sterbe vor Durst, Spieler gegen Spieler. Ja, also ich weiß nicht. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Symbole. Na gut. Winter Wonderland Time. Was ist das denn? Achso, festlicher Anzug. Der hier. Toll. Wahnsinn. Ich will es nicht schlecht reden, aber für mich wäre da jetzt absolut gar nichts gewesen. Ja, legen wir mal los. Welt gefunden, bitte warten. Toll. Hier steht Level 1, aber wir sind schon Level 2. Glaube ich. Oder 3. Wird geladen. Gab wohl ein Bug, dass die Leute nicht aus ihrer Power... Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Was? Noch einmal. Dass die Leute nicht aus ihrer Powerrüstung rauskamen. Und das ist jetzt wohl gefixt. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Nein, nein, nein. Suche nicht identifizierter. Chill mal. Ich hab keine Fernkampfwaffe. Leuchtender Pilz, wo? Hey! Oh, das ist gerade gut. Oh! Fuck! Ich hab dich gar nicht gesehen! Bitte gehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Deckung, bis
der Gesetzesbrecher keine Gefahr mehr darstellt. Ich bin kein Gesetzesbrecher, lass mich in Ruhe. TP ist unglaublich niedrig. Ich sollte mich gerade mal nicht mit dem anlegen. Was haben wir denn hier? Habe ich denn dafür überhaupt Schuss? 60, ja. Zeit ist entkommen. Ja. Beschreibung an entsprechende Strafverfolgungsbehörden. Nee, lass das mal bitte. Wasser und Hundefutter in der Dose. Ja, ein bisschen Rad gibt's, aber. Instapüree. So, und noch ein Wasser. Okay. Habe ich den gelootet? Ja. So, und hier waren irgendwo. Hier, das sind noch leuchtende Pilze, oder? Ja. Wo ist der Typ? Da. Also das ist für mich deutlich entspannter. Den letzten Mal waren mir echt ein bisschen zu viele Leute da. War sehr lustig, aber zum Kennenlernen von einem Spiel brauche ich immer ein bisschen Ruhe. Ernte? Briefkasten? Ja. Was haben wir hier? Was steht da? Mit dem Überlebenssyndrom fertig werden. Mit dem Überlebenssyndrom fertig werden. Schritt 1, lernen Sie sich selbst zu vergeben. Schritt 2, finden Sie jemanden, mit dem Sie reden können. Und das war's. Jetzt werden wir damit fertig. Gästebuch. Unser Schicksal liegt nun in seiner Hand, Delbert. Ich weiß, meinem Vater und Bruder geht es gut, aber ich habe so viele Freunde verloren, so viele. Ich denke ständig an sie. Ich kann nur hoffen, dass es ein paar von ihnen geschafft haben. Das war. Ich hoffe nur, dass es allen in den Worlds gut geht, Willy May. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere oder vielleicht ein Fenster, Miguel. Wir müssen nicht trauern, denn niemand ist wirklich gestorben. Sie sind jetzt nur anders. Scott, ich habe im Krieg nichts verloren. Mein Leben ist jetzt sogar besser. Trotzdem herzliches Beileid an alle, die jemanden verloren haben. Gary, Trauer ist nicht sonderlich produktiv. Lukas. Ups. Remember them. Lieber Papa. Wenn du das hier liest, findest du mich im Glockenturm in der Kirche. Ich habe Cornflakes und Spiele und einen Schlafsack für uns beide. Ich warte dort auf dich. Hab dich lieb, Colonel. Du fehlst mir, Papa. Lieber Vater, ich habe dir letzten Monat einen Brief geschrieben und Delbert bat mich, dir noch einen weiteren zu schreiben. Er sagte, er würde dich erreichen. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir gut geht. Alle kümmern sich um mich. Du fehlst mir. Das ist echt schon traurig. Nichts hilft. Tut mir leid, Tabitha. Ha, sie sind alle tot. Du hast ihnen wehgetan. Sie haben. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich heiße Tabitha und bin ein Junkie. Man hat mir gesagt, dass mich so etwas auf den Weg der Besserung bringen könnte. Cassidy? Ich hätte nichts davon sagen sollen. Nicht ein Wort. Ich war grausam und gemein zu dir. Patty, du hattest recht, das habe ich auch damals schon gewusst. Zenk, du warst ein Arschloch, aber das war ich auch. Wir haben uns gegenseitig wehgetan. Sky, du bist wunderbar. Das hätte ich dir jeden Tag sagen sollen.
Tobi, ich habe es geklaut. Ich war damals total daneben, aber das kann er entschuldigen. Pete, du hast was Besseres verdient. Lilian, ich habe dich angelogen, du hattest recht. Peggy, ich habe dich ignoriert, als du mich am meisten gebraucht hast. Allison, ich habe einfach nicht mehr mit dir gesprochen und das tut mir unendlich leid. Gabrielle, ich habe mich nie für all deine Hilfe revanchiert. Ich habe dich benutzt. Ich habe dich ausgenutzt, als du am schwächsten warst. Luisa, dein Rat hätte mir geholfen, aber ich habe dich ignoriert. Remember them, ne? Vater, ich vergebe dir. Vater, ich vergebe dir. Ich verstehe es jetzt. Sich um Kinder zu kümmern ist schwer. Und für dich war es einfach zu schwer. Du warst jung und es ist einfach zu viel geworden. Ich verstehe es wirklich. Ich bin jetzt selbst erwachsen. Und nun, es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum du es getan hast. Aber ich bin dir deswegen nicht böse. Ich werde allerdings das Gegenteil von dem tun, was du getan hast. Ich werde nach Kindern suchen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ich hab dich lieb und vergebe dir, aber du brauchst nicht mal nach Hause zu kommen, Colonel. Das ist die, die noch auf ihn gewartet hat. Aber vielleicht ist er gar nicht abgehauen, vielleicht hat er es einfach nicht geschafft. Was? Da ist doch was drin. Okay, warten lasse ich mal in Ruhe. Zucker, Kaffeedose, Kaffeekanne, Kaffeetasse. Sehr ungewöhnlich für mich, nicht alles mitzunehmen, aber ich denke, ich habe keine andere Wahl bei dem Spiel. Okay, das hat geruckelt. Hier ist die Kirche, wo sie oben sich versteckt hatte. Jeff, ich hoffe, dass in Flatwoods alles gut läuft. Ich hatte da eine Idee, von der ich dir erzählen wollte. Falls wir das Personal entbehren können, würde ich gerne ein Team in das Bergwerk am Gorli schicken. Dort wurde in den Tagen vor dem Krieg noch gesprengt und vielleicht gibt es dort ja noch Dynamit. Das könnten wir jedenfalls gut gebrauchen. Ich weiß, du hast mit deinem freiwilligen Programm viel zu tun, also überlasse ich die Entscheidung dir, Maria. Nimm alles mit, was mit Story zu tun hat. Okay. Wasser ist nur gründlich abgekocht als Trinkwasser geeignet. Merkt euch das. Habe ich hier die Karte schon rausgeholt? Laden. Nee, ja, habe ich schon. Hier müsste noch ein Gegner sein. Nee. Was ist das? Im System. Ja. Alles klar, Unterkunft, Church Road. Suche am nahegelegenen Fluss nach Kescher. Aber gut, wir müssen auch die Farmhands hier. Das Spawnerlei hier. Sind denn die Farmhands?
Aha, die sind total verteilt. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Oh, was zu essen. Sehr schön. Oh. Wassertestkit. Alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Kesha McDermott. Als Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. Im Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen, unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle. Offene Küchen. Medizinische Versorgung. Schuss. Wir waren wirklich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Zum Glück machen die nicht viel Schaden. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Fehler. Ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Okay, die hat es nicht geschafft. Kesha. Wo ist denn hier der Aufseher, verdammt? Oh, da drinnen, okay.
mal her. Wo ist denn? Warnung! Stören Sie die von Voltex festgelegten Abläufe. Schieß doch! Wieso schießt er nicht? What the fuck? Ah, da ist er ja. Fuck, ich werd verprügelt. Ich dachte, ohne TS klappt's vielleicht besser. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Dies ist eine automatische Nachricht. Die Weltwache hat festgestellt, dass bist alle Aufseher ausgeschaltet sind. Ja. Gute Arbeit. Da im Gebäude drin, oder was? Euch zum Anbauzentrum ja. Und dort zum Hauptrechner. Ihr okay. Müsst meine Leiche noch hier. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Seid vorsichtig. Also ich sehe dich nicht, falls du hier bist. Scheinbar war er nicht da drin. Bist du immer noch hier? Wo bist du denn? Hier. Wie hier? Das ist völlig verwirrend. Ich bin bei Voltec Agricultural Research Center. Ja, bei diesen Gewächshäusern, oder? Ja, genau. Hier sind ja, Gewächshäuser. Dann, ja. Hä, wo denn? Im Gewächshaus? Ja. Nee, hier ist niemand drin, Mann. Arsch mir nicht. Ich kämpfe gerade gegen diese Farmtypen hier. Sind wir schon in einer Gruppe? Ja, ich habe dich eingeladen. Oder ich bin dir beigetreten. Kann natürlich sein, dass wir wieder rausgeflogen sind irgendwie. Hier ist ein Gewächshaus, okay. Ich sehe dich, aber ich sehe deinen Pfeil, aber ich sehe dich nicht. Ach, bist du hier durch den Hintereingang rein?